Hi Lutschergen, ich begrüße euch wieder recht herzlich zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Es ist mittlerweile Nacht geworden, ich bin noch zurückgelaufen aus Jezerika. Und jetzt müssen wir uns ein Haus bauen für unseren neuesten Bewohner, ne? Das steht jetzt an auf jeden Fall. Für unseren Meisterfischer, den wir uns in der letzten Folge angelacht haben hier. Das machen wir jetzt. 10 Steine brauchen wir wieder. Soll natürlich eine Steinhütte werden. Das wird kritisch werden, glaube ich. Aber schauen wir mal. Ich hoffe, dass wir es hinbekommen, dass wir das großartig jetzt sammeln müssen noch. Mal gucken. Auf jeden Fall so schnell wie möglich möchte ich das jetzt bauen, das Ding. Weil ich gehe jetzt mal fest davon aus, dass der Special Skills hat, ne, der Mann. So, 8 Holzstämme. Kriegen wir hin. 20 Kilo, jawohl. Schnauf, schnauf, kurz mal erholen. Das muss auch sein, ne? Immer mit der Ruhe. Er wird uns schon nicht gleich abhauen. Nur weil er vielleicht mal für eine halbe Nacht keine Bleibe hat, der gute Mann. So, wir wollen Steinwände haben. Steinwand. Stopp, das ist ein Fenster. So. Steinwand. Steinwand. Steinwand mit Fenster und eine Steintür. Jawohl. Ich glaube, wir werden nicht auskommen. Wir werden wahrscheinlich Steine sammeln müssen gleich noch. Ah, das kriegen wir hin. 15 Steine haben wir noch. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie viel wir bauen können damit. So ein Grabungsschuppen wäre jetzt gut, ne? Haben wir ja letzte Folge nicht gebaut. Selber schuld. Müssen wir die ganze Nacht wieder Steine sammeln gehen. Toll. Gut gemacht, Bombi. Wenn das mal kein Like wert ist. Und ein Kommentar, dann weiß ich es ja auch nicht. Ja, aber gut, Steine liegen ja überall herum, ne? Ach so, das habe ich auch ganz vergessen, ne? Da haben wir schon wieder 2 Punkte hier zu vergeben. Überleben, überleben läuft bei uns, du. So, oh, das ist vielleicht ganz gut. Niedrigerer Nahrungs- und Wasserverlust. Da hau ich rein. Da gehen wir mal ganz streng rein. So, sammeln wir mal schnell. Jawohl. Zurück. Hier liegt auch noch einiges rum, das passt. Ne? Kriegen wir schon hin, kriegen wir schon hin. Alles wird gut, alles wird gut. Unser Fischersfreund kriegt ein Haus. Aus die Maus. Häuschen raus. So. Einen neuen Hammer werden wir auch brauchen. Außer wir nutzen unseren gestohlenen Kupferhammer. Das könnte man eigentlich machen, ne? Ist ja kein Thema. So. Ist jetzt wieder so eine Nachtgeschichte. Ich wollte eigentlich tatsächlich für die Zukunft ein bisschen die Nächte überskippen. Ah, wenn du die Nächte skippst, dann geht halt auch weniger voran, ne? Über die Jahreszeiten verteilt. Die Fischsuppe müssen wir auch noch abgeben, aber das können wir morgen auch machen. Vielleicht ist sie dann kalt, aber das hat sie halt davon, die Frau, wenn sie uns so eine blöde Aufgabe gibt. Da ist eine Sau, da will ich jetzt nicht unbedingt hin. Sind noch ein bisschen angeschlagen vom Wiesentkampf. Es war anstrengend.
So, da sind noch überall Steine. Also die Steine gehen uns hier nicht aus. Scheinen auch gut zu respawnen. Müssen wir uns keine Sorgen machen. Ich will jetzt auch nicht zu weit weglaufen, weil wir gleich überladen sind wieder. So. Oh. Wenn wir schon mal da sind. Ein Schlückchen. Ich trinke auf euch, meine Lieben. Wo ist denn jetzt das Dorf? Hilfe, ich habe mein Dorf verloren. Nein. Da ist es. Alles gut. Was hat der eigentlich für Skills? Der Roland. Drei. Oh, der ist richtig stark, ne? Wow! Der hat bei Jagd 6. Ja. Bei der Jagd, ne? Läuft beim Roland. Sei ihm vergönnt. Da sind auch noch Steine. Alles gut. Jo. So, Kupferhammer. Nehmen wir den Kupferhammer einfach, komm. Auf dass er länger halten möge. Reparieren gibt's ja nicht, oder? Oder kann man irgendwelche Sachen reparieren? Wahrscheinlich später vielleicht, wenn wir Glück haben. So, das hätten wir schon mal. Das Dach müssen wir auch noch anpassen. Da hätte ich gern. Ich glaube, da machen wir ein Dach mit Holzschindeln. Oh, da haben wir ja auch noch eine Flechtwand drin, ne? Müssen wir auch noch ändern. So. Das passt. Steinwand und Steinwand. Die Musik ist gerade so schön episch, ey. Als ob's eilen würde. Aber den setze ich dann auch als Fischer ein, glaube ich. Müssen nur die Fischer-Dings freischalten. Den Fischer-Preis. Ah nee, warte, das war was anderes. So. Gut. Das hätten wir schon mal. Jetzt brauchen wir halt einen Haufen Bretter. Die wir garantiert nicht haben. Aber das kriegen wir schon hin. Ach, 61 Bretter. Wir haben mehr Bretter als Holz. Ich glaube, wir brauchen eher Holzstämme. Super. Ja, geil. Die Holzstämme sind es, die uns fehlen. Aber das ist sehr einfacher. Holzstämme können wir schneller kriegen als Bretter. So. Bumm. Oh was, da fehlt noch ein Stein. Oh nein. Da fehlt auch noch einer. Habe ich da so hart gepennt vorhin? Oh weia. Ja gut. Zwei Steinchen kriegen wir doch noch irgendwo zusammengesammelt. Bin jetzt zu faul, nochmal ins Lager zu gehen, nur für Steine. So. So. Und dann müssen wir ein paar Bäumchen schnell fällen. Mach gar nichts. Zack. Zack. So. Ah, da passt alles, ne? Gut, dann
Mach ich mal im Schnelldurchlauf ein paar Bäumchen. So, das wäre erledigt. Nur Level in Gewinnung. Was nehmen wir denn? Unerwartete Gegenstände beim Graben in Tonvorkommen. Naturgewalt. Oh, langsamerer Haltbarkeitsverlust von Äxten. Das klingt super. Ich glaube, das können wir noch nicht nehmen, ne? Oder? Nee. Ist noch nicht freigeschaltet. Ja, dann nehmen wir die Naturgewalt. Ich möchte eine Naturgewalt sein. So, dann hämmern wir mal. Die Holzstämme rein. Zack. Zack. Das passt, das passt, das passt. Und... okay, scheint... scheint soweit zu passen. Dann holen wir uns die Bretter noch. Bucht sich. Oh Gott, die können wir niemals schleppen. 15 eher. Wollen wir mal nicht übertreiben. So. Für unseren besten Arbeiter nur das Beste, ne? Zack. So, der letzte Schlag steht an. Dann haben wir es geschafft. Jawohl. So. Roland. Dein Haus ist fertig. Gott sei Dank. Gut. Jetzt ist die Frage, wo wir ihn erstmal zuweisen. Erstmal wahrscheinlich als Jäger, oder? Oder können wir... ne, Fischereihütte. Brauchen ein bisschen was. Brauchen wir noch ein Überleben. Dann können wir die Fischerhütte bauen. Aber dann würde ich den jetzt erstmal als Jäger zuweisen. Jetzt müssen wir nur mal gucken. Unsere Jäger sind ja eh nicht ganz so begabt. Die Lorelei. Ja, die Igneva. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Die hauen wir sowieso im Frühling dann in die Scheune. Aber die können wir jetzt vorläufig... vorläufig lassen wir die drin und dann tauschen wir ein bisschen durch, würde ich sagen. Und die Lorelei... die ist jetzt erstmal arbeitslos. Die ist jetzt erstmal arbeitslos. So, und der Roland... ist jetzt erstmal Jäger. So. Jo, passt. Ja gut, Jäger ist auch nicht so der Brüller, ne? Aber ist jetzt erstmal besser als nix. Obwohl, warte mal, wenn der eh nur 3 hat in der Jagd, entfernen, dann packen wir die Lorelei wieder rein. Und den Roland können wir erstmal in die... boah, ich weiß gar nicht, wo ich den... in die Werkstatt einfach. Das kann er dann... muss er nichts machen erstmal. Dann schauen wir, dass wir jetzt den Grabungsschuppen hier noch fertig kriegen. Holzstamm, Holzstamm, Holzstamm. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich gleich wieder... ich finde es ja doof, dass die unglücklich sind, wenn sie keine Arbeit haben. Sollen doch froh sein. Ein bisschen Urlaub.
Oder? Was die haben? Ich hätte auch gern Urlaub. Zufälligerweise habe ich gerade Urlaub, aber... Trotzdem hätte ich gern mehr Urlaub. Naja, gut. Da machen wir noch mal ein bisschen Bäume. So, langsam wird es wieder hell, aber der Schneesturm bleibt. Brauchen wir noch ein bisschen Strom. Und dann ist der Grabungsschuppen auch durch. Und dann müssen wir wahrscheinlich erstmal einen Haufen Spitzhacken herstellen. Aber das kriegen wir hin. Und dann hoffe ich, dass die da schön abbauen, ne? So, einmal durchhämmern. Ah, viel geschafft in dieser Folge heute. Sehr baulastig, aber... muss auch mal sein. Zack. Zack, jawohl. Das ist der Grabungsschuppen. Fackel kann weg. Und der Kupferhammer ist ein bissel kaputt. Aber nur ein bissel. Bissel. Ach man. So, gut. Dann schauen wir, dass wir uns einige schöne Steinspitzhacken craften. Was brauchen wir dafür? Stein und Stamm. Okay. Also Stein und Stamm. Ah, ich hätte doch den Dings rausnehmen können, ne? Naja, gut. Macht nichts. Stein und Stamm. Und Essen brauchen wir auch gleich wieder was. Eieiei. Ich sag's euch. Ein Stress ist es. Und da müssen wir schauen, dass wir Überleben irgendwie geskillt bekommen noch, ne? Mensch. So. Zwei Stück kriegen wir nur raus. Das ist aber wenig. Steine sind schuld. Davon haben wir demnächst ja Gott sei Dank genug. So, okay. Gut, die Frage ist, wie viel können wir denn dazu teilen jetzt? Die Radomira wäre ja auch, die ist ja sehr begabt, ne? Die Frau. Oh, da können wir zwei Leute zuteilen. Das ist gut. Dann ist der Roland erstmal sehr wütend, aber dann ist der jetzt Wasserträger erstmal. Verschenkt, verschenktes Potenzial, ich weiß, aber besser als nix. So, und die Radomira, die arbeitet jetzt im Steinbruch. Da müssen wir wahrscheinlich gleich noch einstellen, was sie sammeln soll. Und die Fischsuppe, Mensch, Leute. Die haben wir ganz vergessen. Ich lege die Spitzhacken jetzt einfach mal hier rein, weil es gerade wurscht ist. So, nächstes Mal schmeißen wir sie dann ins richtige Lager. Zack. Drei Stück. Und ich nutze die eh nicht. Also passt das.
So, dann kann die loslegen. Dann schauen wir mal. Gewinnung, Grabungsschuppen. Genau, auch beim Brunnen haben wir auch nichts eingestellt. Oder gibt es ja nicht viel, oder? Wasser. Eimer mit Wasser. Ja, einfach einen Eimer mit Wasser herstellen. Ich habe gelesen, mit irgendeinem Knopfdruck kann man einstellen, dass das gleich auf 100% ist, aber irgendwie, keine Ahnung. Keine Ahnung, wie das funktionieren soll. So, auf jeden Fall, der Brunnen ist eingestellt. Dann machen wir noch die Grabungsschuppen. Das heißt, die hat da die ganze Zeit gearbeitet und hat eigentlich gar nicht gearbeitet, ne? Stroh? Hä? Kann mir das mal jemand erklären, wie man beim Steine abbauen Stroh produzieren kann? Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Kann mir das... Hä? Also, nichts liegt mir ferner als Stroh beim Steine abbauen. Ich verstehe das jetzt gerade nicht. Aber erklärt's mir gern. Also, bitte. Also wirklich jetzt, ohne Schmarrn. Das ist jetzt nicht mal, um Kommentare abzugreifen oder so. Mich würde es echt interessieren. Wie komme ich denn drauf, beim Steine abbauen Stroh zu bekommen? Und warum bin ich 30% vergiftet? Das Wasser wahrscheinlich, ne? Ah, nee. Weil ich dreckig bin. Weil ich so schön dreckig bin, deswegen. Das wiederum verstehe ich. So. Gut. Dann gehe ich mal duschen, bevor es noch schlimmer wird. Nicht, dass ich die Frau dann auch noch vergifte. Das wäre ja schrecklich. Aber Stroh beim Steinabbau. Verstehe ich nicht. Beim besten Willen. So, Eisbaden. Vorschlag für neue Gebäude übrigens, liebe Entwickler. Ich hätte gerne eine Sauna. Eine finnische. Keine Ahnung, ob die Saunakultur damals schon so war, aber... Ich meine, es gab bei den alten Römern noch Dampfbäder. Das heißt Saunakultur so ein bisschen. Ansonsten bauen wir ein Dampfbad. Ich hätte gerne das Gebäude Dampfbad. So, jetzt bin ich aber der Frau erstmal ihr Essen. So, weißt du, wie schwer das... Du bist gar nicht die Frau. Oh, nee, du bist nicht die Frau. Frau, weißt du, wie schwer das war? Und was denkst du? Ich hatte schon bessere. Ich lass mich scheiden. Hello there. Oh, okay. Sie hat mir breitwiegerig gegen die Schmerzen gegeben. Das ist nett. Wie steht's um unser Königreich? Keine Probleme, wunderbar. Wollen wir ein Kind zeugen? Ah, nee. Goodbye. Noch nicht. Wir lassen uns noch ein bisschen Zeit. Ah, guck mal, da ist unser Freund, der Roland. Was beschäftigt dich? Hast du schon die Lieder gehört, die sie mir zu Ehren singen? Ja, ja. Hab ich schon. Hab ich gehört. Das ist der Roland. Ich mag den Kerl. Der ist super. Ist mein absoluter neuer Liebling. So, sollte die Frau jetzt nicht eigentlich so langsam aber sicher arbeiten gehen? Ich frag nur für einen Freund. Ja, aber das passt jetzt, ne? Das müsste jetzt passen. Der Roland ist noch ein bisschen sauer.
Aber das wird sich legen. So. Ja, jetzt können wir endlich zu den normalen Wintertätigkeiten dann kommen. Allerdings erst in der nächsten Folge. Ich habe auf jeden Fall noch einiges vor. Ich weiß nicht, ob das geht im Winter, aber ich würde gerne noch Felder machen. Mehr Felder. Für den Frühling dann. Würde ich gerne anlegen. Und natürlich haben wir noch den Alvin. Der steht auch noch an. Und kochen. Ach herrje, kochen, kochen, kochen. Wir haben so viel Zeug hier. Schaut euch das mal an. Also uns geht's gut, ne? Uns geht's hervorragend. Vielleicht noch mehr Kohlsuppe kochen? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Das war's auf jeden Fall. Liked gerne das Video und schreibt mir einen schönen Kommentar. Dann freue ich mich sehr. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, meine Lieben. Ciao.